Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir stehen in Yunobo. Heißt er Yunobo? Ja, ich glaube, er ist Yunobo. Stehen wir vor der Brücke von Eldin und wollen den Titanen Varudania beruhigen und befreien von Ganons Verheerung. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an, indem wir über die Brücke gehen. So, hinter uns rennt Yunobo lang, dass wir. Ja, nicht. So, jetzt ist nochmal Pause. Oh weh, oh weh. Diese Drohnen sind gemeingefährlich. Wenn sie uns entdecken, wird Rodania wild. Dann lässt er den Todesberg ausbrechen. Und ich? Mich entdecken sie jedes Mal sofort. Ich hätte ein paar Mal schon um ein Haarbrocken Lavabrocken abgekriegt, um ein Haar Lavabrocken abgekriegt. Der Chef steckt die Brocken einfach weg und stampft weiter. Aber wenn du getroffen wirst, war's das mit dir. Ich will nichts Falsches machen. Also gib mir am besten einfach ein Zeichen, wann ich anhalten oder weitergehen soll. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Hast du irgendeine Idee? Pfeifen. Ah, ich verstehe. Wenn ich dich also pfeifen höre, dann halte ich an oder laufe wieder los. Auch wenn ich mir dann ein wenig wie ein Pferd vorkomme. Gut, dann gib mir durch Pfeifen Zeichen, damit ich nicht von den Drohnen entdeckt werde. Ich verlasse mich auf dich. Das wird lustig. Das stimmt nämlich, weil wenn Link einmal getroffen wird, dann ist er Death. Aber Yunobo hält das ein bisschen besser aus. Okay, hier geht's gar nicht lang. Yunobo, lass mich mal durch, bitte. Danke. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder sehr viel Temperatur, aber das ist schon. So. Gucken wir mal, wie weit der jetzt liegt. Gut. Der fliegt bis dahin, okay. Ich komme. Bist du hinter mir, Yunobo? Okay. So, schnell, Yunobo, komm. Das packst du. Perfekt, okay. Das erste haben wir schon mal geschafft. War auch gar nicht schwer. Der fliegt ja hin und her. Okay, vielleicht sollten wir noch ein Stück laufen. Ah, okay, du musst dahin. Okay. Oh nein. Nein. Ja. So, dann haben wir hier einen schönen Eisenhammer. Okay, ist doch Steinsatz. Ist nicht schlimm. Steinsatz ist auch okay. Wechseln wir mal wieder zur Waffe. Gut, dann haben wir hier um die Ecke einen. Hängt der nur auf der Stelle? Also ich könnte mit Link außen rum klettern. Aber Yunobo halt nicht. Das ist halt mein Problem gerade. Ich hätte jetzt gesagt, ich kletter hier hoch.
Okay, ist nur der Schatten. Ich dachte gerade, das Ding ist irgendwie voll nah. So, Junobo, du bleibst schön da unten stehen. Und stopp. Ich muss mir nicht überlegen, was ich hier mache. Mit dem da. Okay, da haben wir nochmal Erz. Das können wir noch mitnehmen. So. Gut, dann können wir jetzt diese pflocken. Damit haben wir ihn kaputt gemacht. Perfekt. Ja, okay, wir waren zu tief gefallen. Ist der Junge taub? Schnell! Schnell! Ganz ruhig! Ich hab ihn doch ausgeschaltet. Okay. Das heißt, manche müssen wir auch kaputt machen. Um an ihn vorbeizukommen. Aber ist ja kein Problem. Okay, hier haben wir schon mal eine Kanone vom Chef. Und damit habe ich sogar eine Idee. So, dann machen wir eine kreisrunde Kugel rein. Okay, warte mal, müssen wir irgendwas Leichtes nehmen. Komm nur näher. Wie weit fliegt denn der? Okay. War nicht gut gezielt. Hä? Sollen wir das überhaupt machen? Oder sollen wir Varudania treffen? Los geht's. Ah, wir sollten Varudania treffen. Ich dachte, wir sollen die Dings da treffen, die Drohnen. Sehr gut. Weiter so. Dann treiben wir Rodania in die Enge. So, Junobo. Dann kommt jetzt ein lustiger Teil für dich. Denn da oben fliegen drei Drohnen hintereinander. Keine Ahnung, wie ich den Jungen da durchkriegen soll. Und stopp. So, wir holen uns noch kurz die Ärzte hier. Fragt mir Junobo gerade oder nicht? Ah, er steht gerade. Okay. Okay, ich weiß gerade nicht mal, wie ich mit Link da durchkommen soll. Was ist eigentlich, wenn ich... Okay, ein Eispfeil habe ich auch. Cool. Okay, meine Pfeile machen ihnen nicht sonderlich viel Schaden. Okay, was für einen Bogen habe ich denn eigentlich überhaupt? Ich hab 38 Euro. Okay, ja, das sehe ich. Probieren wir mal so ein Eisball. Bei Eisball und Hitze sollte ja eigentlich nicht größeren Schaden machen. Okay. So, Link wird jetzt mal da hochklettern. Habe ich gerade so beschlossen? Komm, Link, kletter da hoch. So. Vielleicht können wir von oben wieder irgendwas auf die Viecher werfen, dass die zerstört werden. Aber das hat das erste Mal schon so gut geklappt. Hier sind Kisten nämlich. Perfekt. Sogar metallene Kisten. Das heißt, wir können das Modul verwenden. Und diese über den Dingern hier fallen lassen. Perfekt. Dann noch Nummer 2. Hm,
Nein, das war daneben. Mist, jetzt steht's da unten, wo ich nicht drankomme. Kann ich die Kiste erfassen? Ja, perfekt. So. Okay, wartet mal, wir packen das jetzt mal darüber. So. Und dann macht den Folgendes. Nein, nicht das. Klettern wir hier schnell rüber. Weil dann können wir ja, Junobo können wir ja immer rufen. Solange er unten bleibt. Erstmal. So. So, den hätten wir auch erledigt. Perfekt, okay, dann haben wir die beiden weg. Dann hätten wir jetzt hier noch einen. Da hätten wir Brücken. Okay, wir klettern erstmal wieder hoch. Und für den da sind wir wahrscheinlich zu weit weg. Ja. Okay. Scheiße. Das hätte nicht passieren sollen. Aber nicht schlimm, man kann ihn rausheben. Okay, ein bisschen. Noch ein bisschen. Boah, jetzt hätte ich mich fast selber erschlagen mit. Und ja, man kann sich mit solchen Sachen erschlagen. Das habe ich schon mal hingekriegt. Denn das sind schwere Metallteile. Das Ding ist zwar immer noch aktiv, aber es nützt was. Es war nicht so der Sinn der Sache gewesen wahrscheinlich, aber es ist nicht so schlimm. Junobo hat dich wohl nicht gehört. Junobo hat dich wohl nicht gehört. Junobo hat dich wohl... Alter, Junobo, bist du taub? Jetzt hat er mich gehört. Alter. So. Sollen wir die mal noch kurz wegmachen? Hey, jetzt ist die Kiste weg. Ernsthaft? Okay. Du sollst ja auch nicht kommen, du sollst stehen bleiben. So, dann holen wir uns die Kiste hier oben wieder. Versuchen die da drüben drauf zu platzieren. Okay, perfekt. Dann einmal hier hoch. Höher, 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 höher. Komm, komm. Perfekt, okay, Junob. Warum immer mal hinterhergelaufen ist noch? Also, solange er da steht, bleibt das alles gut. Weil wenn er in den Strahl rennt, dann ist halt scheiße. So, jetzt sind wir oben. So. Perfekt. Okay, dass das blockiert, das ist nicht schlimm. Kann man rausräumen. So. So, dann folgt man mal Junobo. Warte mal, jetzt müssen wir.
hier hoch. Ah, okay, es ist auf jeden Fall nicht immer gerade um den Bergturm herum, sondern auch ein bisschen, bisschen im Zickzack. Die nehmen wir mal mit, die gute Echse. So. Okay, warte mal, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal, was 34 hat das Ding? Ungünstig. Ich habe kaum Waffen, sehe ich gerade. Das ist ungünstig, wenn wir dann in Rodania sind. Ich hab Angst. Obwohl in Rodania verwenden wir wahrscheinlich eher wieder einen Bogen. Okay, dann wollen wir mal. Irgendeine leichte Waffe. Ja. Oder vielleicht ist es in Rodania auch. Eigentlich müssten wir Waffen suchen gehen. Na, das ist zwei Handwaffen. Ja, wir haben nochmal getroffen. Dank Daruks Schirm tut das überhaupt nicht weh. Mein Vorfahr muss ein toller Typ gewesen sein. Wenn wir ihn weiter so schwächen, gelangen wir bestimmt bald ins Innere. Wir haben es fast geschafft. Okay. Weiter geht's. Bin doch hier. So. Du wartest mal kurz, Yunobo. Ich muss mich ganz kurz gucken. Ist auf der anderen Seite sehr viel dabei ist. So. Dann schauen wir mal. Na komm, wie hoch ist denn der Berg noch? Ah, okay, da ist das Gipfel. Der Gipfel. Nicht das Gipfel. Der Gipfel. So, das hätten wir gleich. Dann haben wir da unten Steine. Wäre schön, wenn wir hier oben Steine gehabt hätten. Weil die Scheine sind nicht aus Metall, oder? Nein. Nein, sie sind nicht aus Metall. Okay, wie bringe ich euch zwei hinter mich? In Ordnung. Jetzt. Wow, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, Yunobo rennt da rein. Bleib mal schön da, Yunobo. Ich muss hier oben erstmal gucken, was hier oben abgeht.
Ich bin gerade überlegen. Ah, hier sind Metallkisten.